of... Das war ja... Das war Damage. Herzlich willkommen, Leute, zu einem neuen World of Warships Video. Heute spielen wir aber nicht nur World of Warships, sondern World of Warships Legends. Das Spiel, welches jetzt für die Konsolen erschienen ist. Und ich erzähle euch in dem Video, was sich unterscheidet, was neu ist und ja, worum es hier eigentlich geht. Den Link zum Spiel findet ihr unten in der Videobeschreibung. Das Ganze ist free to play, aber ihr könnt natürlich auch unterschiedliche Faunus Packs kaufen, zumindest noch für diesen Monat, also zum Opening, sozusagen zum Start des Spiels. Danach, wie gesagt, Free-to-Play-Spiel, ihr kennt es ja. Die Besonderheit dabei ist, dass World of Warships Legends kein Port ist, also nicht einfach vom PC zur Konsole portiert wurde, sondern ein eigenständiges Spiel, also komplett dafür neu aufgelegt wurde. Und ich finde, das merkt man. Ich hatte jetzt 3 Runden gespielt. Wir spielen eine Runde gegen KI, damit ich euch ein bisschen was erklären kann. Ja, ich. Und danach gehen wir auch natürlich noch einmal ins Gefecht. Das habe ich natürlich vorher freigespielt, damit wir sämtliche Features zum Zeigen in einem Video schon betrachten können. Es gibt natürlich unterschiedliche Schiffe, wo natürlich auch welche in den Faunus Packs mit dabei sind, die man natürlich auch später wieder ausstatten und upgraden kann. Das kennt ihr. Es gibt einen neuen Commander-Modus. Dazu müsste ich aber später kommen, weil da bin ich noch nicht. Und ja, ansonsten, die Steuerung ist meiner Meinung nach sehr gut umgesetzt. Also ich habe mich hier fast wohler gefühlt als auf PC. Ihr wisst aber, ich bin kein Konsolenspieler. Also ich bin eher ja, auf PC ausgelegt. Aber es hat in der Hinsicht halt schon super gut funktioniert und für mich ist auch soweit alles klar. Schön finde ich zum Beispiel auch, dass angezeigt wird, welche Munition zum Beispiel gerade geladen ist. Also mit Text, ja, nicht nur bildlich. Ihr wisst ja, ihr habt ja bei den PC-Parts gesehen, was ich meine. Und ja, das ist auf jeden Fall eine ziemlich feine Sache. Wir können zwischen den Sprenggranaten und den Panzerbrechenden wechseln. Torpedos habe ich jetzt in dem Fall nicht. Okay, das Wechseln hat mich jetzt Nachladezeit gekostet. Mein Fehler. Unten links können wir reparieren. Freie Kamera ist auf L1, L2 und R2 zum Schießen. Also anvisieren und schießen ist auch soweit klar. Und jetzt wollen wir doch mal schauen. Wir sehen ja eine schöne, genaue Anzeige, wie wir schießen können. Gib uns jetzt nur einmal die Munition. 6,8, 6,7. Muss ein bisschen predikten. Jawohl. Ein Treffer an der Zitadelle. So. Die Sprenggranaten, die laden halt ziemlich lang. Meine Frontkanonen, auch da, das habe ich jetzt erst gesagt, wahrscheinlich aber auch so unten, die Anzeigen, wann welcher Turm ready ist. Das ist ganz nice. 4 Kilometer, wir brauchen 1,8 Sekunden, bis wir da sind. Da würde ich ihm den so drücken, sofern ich noch schießen kann. Ist natürlich nur Frontkanone. Aber was ein Hit. Wechseln wir mal auf die Panzerbrechenden. Ah, einen Ausfall hatten wir da sogar. Ne, dann wechsle ich nicht auf die Panzerbrechenden. Jetzt kassiere ich halt gerade auch ein paar Shots, aber... Moment, da kommen Torpedos, oder? Umgucken. Ja. Komm schon. Es geht nur darum, wann ich nachgeladen habe. Ich finde schön, dass es da steht, wie lange der Schuss braucht, bis er da ist. 0,5, 0,4, da kommen sie gerade rein, die Shots. Komm, komm, komm. Nein, genau jetzt. Weil meine Drehung halt nicht korrekt. Ich kann nur dahin schießen und hoffen, dass ich ihn noch hinten treffe. Ja, da war ich halt falsch gedreht. Das war halt alles andere als gut. Ja, okay, warte, jetzt erstmal wieder voll da raus. Wir ziehen schon mal in die richtige Richtung. Kamera Overview. Ah, der Kaleon. Der Kaledon. Das war ein schöner Treffer. Oh, da wären Torpedos halt auch schick gewesen. Ah, das Munitionswechsel hat mich halt die Nachladezeit gekostet. Er ist 5,2 Kilometer weg, fährt aber noch nicht so weit. Wir brauchen 2 Sekunden, bis wir da sind. Jetzt könnte man vielleicht vorzielen. Er bleibt wieder stehen, oder? Ja,
Er bleibt wieder stehen. Deswegen. Ja. Da noch einen schönen Treffer landen. Nehmen wir uns noch mal ein bisschen was mit. Brennt gibt's gerade nicht bei uns. Da sind viele, viele Schiffe sehr, sehr low. Der ist sehr schnell. Der da hinten halt nicht. Kommen die Fliegen noch? Ich hoffe, die gehen noch durch und treffen ihn wenigstens hinten. Ja. Alles andere als gut getroffen. Oh, das sieht nicht gut aus für uns. Kommt schon, Leute. Hier sind zwar genauso viele Anfänger dabei wie ich. Wahrscheinlich. Ah, da sehe ich uns. Lustig, dass die Aufnahme wahrscheinlich das erste Bot mit Trailer sich verliert. 11,5 Kilometer. Der fliegt nicht schlecht. Wenn er den Kurs beibehält, müsste das ein Long-Range-Hit werden. Nee. Habe ich mich da so hart verrechnet gerade? Oder die Geschwindigkeit so unterschätzt? Ah, den sehe ich nicht. Bisschen nach vorne auch aufpassen. Jetzt sehe ich ihn. Wir waren 8,7 Kilometer. Ist aber, er kommt frontal nach vorne. Ich hätte vielleicht erstmal einen Einzelschuss machen müssen. Ja, die. Ha! Wenigstens in Brand gesteckt und einen Ausfall gezogen. Hätte trotzdem mal nach links ziehen müssen. Wir machen das noch. Wir machen danach auch, wie gesagt, noch ein Player-Match. Natürlich. 8,7, 8,5. Er hält 8,5. Komm schon. Das ist er. Oh. Das war ein Punkt. Das mache ich erstmal. Minimal will ich noch nach vorne fahren. Ich halte nämlich nicht mehr viel aus. Und ich muss immer noch nachladen. Er kommt straight auf uns. Er wird leicht abdrehen. Deswegen schon mal das ein bisschen einpredikten. Jetzt natürlich die Frage, wie schnell ist er? 6 Kilometer. 6 Kilometer entfernt. Schlechter Winkel. Das müssen. Das war ja. Das war Damage. Ja. Kriegen wir da Vision drauf. 7. Fährt auch wieder leicht. Packen wir ihn dahin. 5 Sekunden noch halten das Ganze. Wir drehen aber auch ein bisschen. Ja, wir lenken ein bisschen ein. Nimm dir die. Ja. Hätte ich sogar wirklich noch weiter nach rechts ziehen können. Die Anzeige da hat natürlich nicht gelogen. Na gut. Jetzt habe ich 19 Sekunden erstmal Pause. Ist auch der letzte. Das heißt, ich riskiere mal hier einen Full Stop. Und der ist jetzt weg. Schön. Wir hatten einen richtig geilen Treffer dabei. Und ja, jetzt stelle ich um auf ein Player-Match. Auch das möchte ich euch natürlich zeigen. Einen zerstört, in Brand gesteckt 6x, 2 Zitadellentreffer. Das ist auf jeden Fall ganz schick gewesen. So, Level 5. Ab Level 4 hatte ich, glaube ich, den Multiplayer bekommen. Jetzt haben wir Feldzüge und Kampfaufträge. Ihr habt hier, das Menü finde ich auch ziemlich übersichtlich. Ihr könnt die Bewaffnungen und so weiter verbessern, indem ihr halt ein Viereck drauf drückt. Auch in die Option könnt ihr gehen, um in die unterschiedlichen Sachen reinzukommen. Wir haben hier noch die 3 Container. Kann ich einfach auch schon. Oh. Komm, wir machen mal die Container auf eben. Dublonen. Okay, Credits und Dublonen. Credits brauchen wir natürlich für sämtliche Arten von Ausrüstungen. Ja, und Credits und Dublonen. Okay, in dem Fall immer gleich. Wir machen Spielen gegen Standard. Ja, also normales Match. Wir. Oh nein, meine Iwaki, der die jetzt gerade wahrscheinlich mit. Dann nehmen wir mal. Hätte ich dann doch die Torpedos gehabt? Nein, Moment, das ist eine andere. Das ist das Match vor der Aufnahme gewesen. Ich gehe trotzdem dann nochmal mit der Arcanes mit rein. So, Standardgespecht. Das Standardgespecht.
Spieler gegen Spieler. Und bitte lass uns auf der Tropeninsel spielen. Das wird ziemlich nice. So, ansonsten, Leute, wenn ihr es euch selber anschauen wollt, checkt einfach den Link unten in der Videobeschreibung. Dort findet ihr auch sämtliche Infos zu den Founders Packs. Oder tippt es einfach im dazugehörigen Store ein. Auch da solltet ihr problemlos fündig werden, na klar. Und wir machen jetzt noch unsere PvP-Runde und sehen uns dann in-game, wie gesagt, jetzt gerade neu released. Ihr habt sogar, glaube ich, gerade bei dem Botmatch die Uhrzeit gesehen. Und ja, bin ich mal gespannt, was ihr zu der Umsetzung sagt. Hat ja doch schon ein bisschen länger jetzt gedauert. Aber eine Standalone ist, glaube ich, ein bisschen schöner als ein Port. Und ich glaube, das ist eigentlich eine feine Sache. So, wir haben den Ladebalken schon. Ja! Das sieht halt, ich finde die Wallpaper so schön. Es gibt noch ein anderes Tropending, was sehr geil aussieht. Und jetzt haben wir halt einen schönen Unterschied zu gerade. Guck mal hier, geben Sie mal erst einen Probeschuss ab, bevor Sie eine volle Salve abfeuern, ja? Den Tipp hätte ich gerade auch gebaut. Ja, das ist die von gerade. Keine Torpedos. Machen wir erstmal. Jetzt kann ich mir schon mal. Das ist erstmal ein Tipp, den ich von euch in den Kommentaren gelesen habe. Die Minimap immer im Blick haben, um mich so schon zu positionieren. Ich denke, ich werde rechts rumfahren. Also da in die Richtung, in die ich jetzt ziele. Und dann seitlich halt angreifen, um halt da eine schöne Flanke schießen zu können. Jetzt muss ich natürlich ein klein bisschen aufpassen. Jetzt sind die Leute natürlich schon ein bisschen härter unterwegs. Und immer mit der Kamera umschauen, damit sich die Türme halt nicht mitdrehen müssen. Aber jetzt gerade am Anfang weiß ich ja eh noch nicht, auf was wir zielen. So, Fähigkeiten habe ich aber noch nichts außer reparieren, Feuer löschen. Komme ich schon um die erste? Moment, warum sieht denn die Minim... So, da haben wir ein bisschen das Feuer getestet. Da wollte ich lang. Zwölf sind die ersten weg, ein Kuma. Wir haben eine... Das ist schon eine Distanz für mich. Ist halt nur der Berg gerade im Weg. Ich glaube, ich stelle mich dann jetzt fast schon quer. Wenn ich den da hitte, wäre... Na, wäre schon geil gewesen. Okay, Leute. Wie machen wir das? Wir sind... Drei Stück flankieren rechts, das ist eigentlich okay. Noch gebe ich... Oh, jetzt habe ich einen Shot. 8 Kilometer. Die müssen raus. Ich wollte eigentlich erst zielen. Ja, 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 ja. Aber die Shots mussten raus. Das war... Ich habe schon ein bisschen Damage gemacht. Okay, jetzt wie nutze ich geschickt meine Reload-Time? Eigentlich müsste ich mich danach querstellen, weil das sind halt noch 10 Sekunden. Ich kann ihn schon mal anvisieren. Das müsste, glaube ich, ein guter Hit sein. Wir halten auch die 8,6 Kilometer. Das heißt, das ist ein guter Hit. Da sehe ich mich. Ich würde sagen, der kriegt alles. Mal sehen, wo es jetzt landet. Landet nicht da, wo ich es geplant habe. Es war nämlich einfach gar kein Hit. Weil wir beide in dieselbe Richtung gefahren sind, oder? Oder hatte ich mich echt so verrechnet? Oh, 6 Kilometer. Würde ich sagen, ist so ganz gut. Das heißt eigentlich fast wie gerade. Kommt noch Berge? Nein. Der Winkel ist halt auch wichtig. Wir kassieren jetzt gerade kurz, aber den drücke ich noch vorher raus. Dann ist er vielleicht sogar weg. Gib mir den. Und nein. Okay, habe aber nur einmal geschossen. Alles gut, alles gut. Den hätte ich auch gehabt. Hat der echt drüber geschossen? Ich bin alleine auf der rechten Seite. Kommen da Torpedos? Ja. Da drückt er Torpedos. Ja, jetzt fährt er in dieselbe Richtung wie ich. Kann ich auch einlenken. Was haben wir für eine Distanz? Wir haben 10 Kilometer. 10 Kilometer ist für mich halt der zweite Strich. Ja. Ist natürlich jetzt immer noch abhängig von seiner Route, die er fährt. Vielleicht kriege ich auch einen anderen gerade besser im Blick, so wie den da hinten, der zwar auch 10 Kilometer weg ist.
aber natürlich einen ganz anderen Winkel fährt. Ich würde mal... Die laden ja schneller wieder nach. Das ist halt reine Übungssache, ne? Wir sind sehr weit außen. Das kostet mich sehr viel Zeit, merke ich gerade. Die Insel hätte ich anders skippen müssen. Wer? Na, schon wieder du? Ich heile mich jetzt einfach schon mal. Dann bleibt doch da stehen. Wir haben hier einen auf 8. Ne, da ist der Chef. Chef Jagger. An dem kann ich nichts drücken. Das sind 7,5, wo ich ihn jetzt gerade habe. Aber er fährt auch gegen meine Richtung. Natürlich nur nicht im selben Winkel. Kann ich ihm den mal versuchen? Nee. Voraus? Nee! Wow! Das war krass! So, mit wechseln wir mal ganz kurz hier zum Projektilwechsel. Okay, das ist ziemlich... Das ist jetzt bestimmt kein neues Feature, aber das finde ich ziemlich geil. Zum Ziel wechseln? Oh oh. So, der Kuma da hinten, den ich dann nachgesehen habe, nicht mein Gegner. Ich hoffe, wir holen... Kommen wieder Torpedos. Oh, Torpedos sind so böse. Aber ja, das ist ja auch der Gag des Torpedos. Wow. Darf ich auch nochmal mitfliegen? Ah, scheiße. Der lädt auch relativ schnell nach. Ich hätte euch gerne noch das andere Schiff gezeigt. Vielleicht mache ich dazu dann nochmal ein Part so. Für euch vielleicht einfach nur die Info wichtig. Ihr habt es jetzt halt auch auf Konsolen. Könnt ihr das Ganze anschauen. Ist ein extra Ding. Und ja, vielleicht für den einen oder anderen interessant, das Ganze chillig auf der Couch zu spielen, am großen Fernseher oder so. Denn es spielt sich wirklich sehr gut. Also die Steuerung dafür ist super gut. Boah, wenn das wird ein Hit. Schöner Treffer. Geile Sache. Der Jager wird wahrscheinlich noch leben. Und die führen auch. Nein, ist eine Rauchwolke. Matze schon low. Unicorn 4. 13 Kilometer Shot. Ist nicht so deins. Wir wechseln weiter. DX. Will ich auf jeden Fall mal zum Punkt. Wir haben hier hinten in der Defense ein bisschen was. Oh, wir folgen dem Torpedo. Geil. An dem vorbei. Aber jetzt gucken wir, der dahinter. Das wäre natürlich ein geiler Hit. Ne, der ist auch zu schnell. Ja, 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 schade. Oh. Er gibt sich hier größte Mühe. Immerhin. Komm, mach ihn nass. Ja, das war doch ein Zitadellentreffer, oder nicht? Jetzt werden hier die Shots gelandet. Ich würde gerne nochmal einem richtig geilen Torpedo folgen. Hier wird gelongranged. Jetzt haben wir aber hier einen Feind. Ah, Torpedos, okay. Oh oh. Kumpel. Nur die Torpedos abgefeuert. Kann man die. Sind die gut predicted? Da kommen sie. Wir sind leider nur noch im 6 gegen 3. Das Torpedo fliegt auf jeden Fall vorbei. Oh, ich bin der Meister der Reime. Nee, ich glaube, da wird es hinten nicht mit weiterkommen. Kriegen wir hier... Boah,
es ist ein langer Flug, aber er steht. Den kannst du dir doch holen. Boah, was eine Salve. Weiter. Könnte reduzieren damit. Keine Projektile in der Luft gerade. Keine Torpedos also. Er hatte Torpedos gehabt. Will er den einen jetzt finishen? Ist noch viel Leben, was er hat. Und jetzt wird es auch nur noch sporadisch. Es dauert mit Leben abziehen. Er hat sich auch wieder in Bewegung gesetzt. Er schickt neue Torpedos los. Die könnten besser kommen. Ein Torpedo wird reichen. Oh, die sitzen. Au, oh, schönes Ding. Schön anzusehen. Schön die Torpedos folgen. Ich glaube, mit Torpedos zu spielen, so die da so die Fahrtrichtung zu predikten, also ne, die Distanz und dann vielleicht sogar den Gegner zwingen einzulenken, ich glaube, das ist schon ganz nice. Muss man aber wahrscheinlich auch mal ein bisschen üben. Da wirst du... jetzt kriegst du Damage. Obwohl, du kannst auch austeilen. Na, die zu hitten... Oh, wie wendig die Schiffe hier noch sind. Schade. Da kommen... Moment, da kommen neue. Das da wird schwer zu dodgen. Er hat es aber geschafft. Hat er nochmal welche? Jetzt sind wir halt im Close Combat. Gibt es normale Shots? Jeder muss mindestens zwei holen. Und der Kreuzer hier wird sein Ende finden. Jetzt wird er auseinandergenommen. Im 5-on-1. Da landet er noch schöne Treffer. Die Torpedos gehen auf jeden Fall nicht ins Ziel. Und jetzt ist er surrounded. Wow, da waren jetzt vier Leute, haben ihn gut surrounded. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich selber einen Support freuen. Checkt die Videobeschreibung für die Founders Packs, checkt die Videobeschreibung für den Link zum Spiel. Natürlich aber auch im Store einfach schauen. Habt viel Spaß damit. Ich denke, das ist eine sehr, sehr coole Umsetzung. Und vielleicht hat der eine World of Warships-Fan davon jetzt noch nichts mitbekommen und freut sich umso mehr, dass er es jetzt vielleicht auf der Couch zocken kann. Checkt es auf jeden Fall mal aus. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin und ciao.